Im landschaftlich reizvollen Naturschutzgebiet Unteres Illertal, nur 15 Minuten von der historischen Stadt Ulm entfernt in Illerrieden, befindet sich die Anlage des Golfclubs Ulm. Der parkähnlich angelegte Platz zählt seit vielen Jahren zu den schönsten und traditionsreichsten in ganz Süddeutschland. Gemäß der Leitidee Tradition bewahren, Zukunft gestalten wurde in vielen Bereichen ein einzigartiger und spannender Kontrast zwischen Tradition und Moderne geschaffen. Der Golfclub Ulm, dessen Wurzeln bis in das Jahr 1963 reichen, ist seit vielen Jahren und als einziger Club im weiteren Umfeld Mitglied der Leading Golf Courses of Germany. Die weitläufige Anlage im ehemaligen Hofgut Wochenau liegt in einem reizvollen Gelände mit altem Baumbestand, das von vielen Wasserläufen durchzogen und umgeben ist. Mittelpunkt der Anlage ist das lichtdurchflutete Clubhaus, von dem viele Spielbahnen eingesehen werden können. Vor oder nach der Golfrunde lädt hier auch das Restaurant mit seiner weitläufigen und sonnigen Terrasse zum Verweilen und Entspannen ein. Die Karte reicht von einfachen Speisen bis hin zu gehobener Küche. Die Par-72-Anlage des Golfclubs Ulm ist bei den Herren mit einem Slope von 133 und einem CR-Wert von 71,7, bei den Damen mit einem Slope von 132 und einem CR von 73,8 eingestuft. Den Golfer erwartet ab dem ersten Abschlag ein herausfordernder, aber fairer Platz, der sehr angenehm zu spielen ist. Viele der Fairways liegen eingebettet im Wald oder grenzen an Wasser. Schon auf der Bahn 1, einem Par 4, muss der Sportler sein Können zeigen. Ein langer Drive auf das Fairway und ein genaues Anspiel des Grüns ist zwingend, wenn das Par zum Auftakt notiert werden soll. Beim Abschlag auf Bahn 2 öffnet sich das Illertal mit seiner ganzen Weite. Ein wunderbarer Ausblick, der einmal mehr die Schönheit der Anlage widerspiegelt. Das Par 5 auf Bahn 2 mit rund 470 Metern bei den Herren verlangt ein sicheres, langes Spiel. Wer in Regulation auf dem Grün liegt, dem sollten zwei Putts auf dem von einem Bunker bewachten Grün reichen. Nach einem Par 4 mit Handicap 9 folgt auf der Bahn 4 das erste Par 3 der Runde. 183 Meter bei den Herren und 150 Meter bei den Damen gilt es mit einem präzisen Schlag zu überwinden. Doch Vorsicht, links vor dem Grün befindet sich ein Teich, rechts neben dem Grün Bäume und Büsche. Ein schmales Fairway auf der rechten Seite vom Waldrand und links von einem Wassergraben eingegrenzt, entdecken die Golfer beim Abschlag auf Bahn 6. Beim zweiten Schlag wartet noch ein frontales Wasserhindernis, ein geschütztes Biotop und das Grün ist von einem Bunker gut verteidigt. Bei diesem Loch ist einmal mehr das taktische Spiel besser als das risikoreiche. Auf der 8 wartet das schwerste Loch der Anlage. Das Par 4 mit Handicap 1 und 400 Metern Länge hat es in sich. Die Bahn zieht sich vom Abschlag aus in einem Dogleg nach links zum Grün. Direkt in der Drive Zone mitten auf dem Fairway stehen große Bäume. Links lässt dichter Baumbestand die Bahn immer enger werden. Beim zweiten Schlag muss die schmalste Stelle durchspielt werden, ehe sich die Bahn wieder öffnet. Das Grün selbst ist vom Wald eingesäumt und verlangt dem Golfer beim Putten viel Gefühl. Präzises, langes Spiel ist auch auf der 10 gefordert. Das traumhaft im Wald gelegene Par 4 mit Handicap 2 hat erst ein Dogleg nach rechts und läuft dann in einem Linksbogen Richtung Grün, welches im Wald eingeschlossen liegt und von einem Bunker bewacht wird. Viele seltene Pflanzen und Kräuter säumen das Fairway der Bahn 11. Ein zauberhafter und seltener Anblick. Doch auch sportlich hat es das Par 5 in sich. Neben einer Ausgrenze nach dem Abschlag und einem Biotop inmitten des Fairways erstreckt sich vor dem Grün noch ein großer Bunker. Ein großes Biotop rahmt auch die rechte Seite der Bahn 16 ein. Das Par 4 mit einer Länge von rund 320 Metern hat seine Tücken. Direkt am Scheitelpunkt des Doglegs wurde ein großer Bunker platziert. Landet der Ball nach dem Abschlag im Sand, ist es fast unmöglich, am Ende noch ein Par zu spielen.
Den Abschluss der Runde auf der Anlage des Golfclubs Ulm bildet die Bahn 18, ein Par 4. Nach dem Abschlag, der hinter oder bei den Damen neben einem Biotop erfolgt, verengt sich das Fairway in Richtung Grün immer weiter. Beim Anspiel des Grüns hat der Golfer einen herrlichen Ausblick auf das schöne Clubhaus mit der Sonnenterrasse, die nach einem erfolgreichen Abschluss der Runde zum Verweilen einlädt. Der Platz des Golfclubs Ulm präsentiert sich als moderne und anspruchsvolle Anlage. Die alten Baumbestände, die perfekt in die Natur eingebetteten Fairways und die Artenvielfalt an seltenen Pflanzen lassen die Golfrunde in Ulm zu einem ganz besonderen Erlebnis werden. Neben den rund 880 Mitgliedern genießen auch sehr viele Greenfee-Spieler das Ambiente. 95 Turniere pro Saison zeigen, wie beliebt die Anlage bei Mitgliedern und Gästen ist. Besonders stolz sind die Verantwortlichen des Golfclubs Ulm auf die seit Jahren hervorragende Jugendarbeit und die gesunde Mitgliederstruktur. Mehr als 40 Jahre Clubleben sprechen für eine wirtschaftlich gesicherte Grundlage. Beste Trainingsbedingungen findet man auf der Driving Range. Neben Grasabschlägen stehen eine Chip- und Pitch-Area sowie zwei Putting-Greens zur Verfügung. Überdachte Abschläge und Trainingsmöglichkeiten komplettieren das Angebot. Für Trainingsstunden unter professioneller Anleitung stehen 4 Pros unter der Leitung von Head Pro Willi Hoffmann zur Verfügung. Ein Nike-Only-Shop bietet eine große Auswahl an Textilien, Schuhen und allgemeinem Golfbedarf. Während der Saison kümmern sich 13 Mitarbeiter in der Verwaltung und im Greenkeeping um einen reibungslosen Ablauf und beste Platzbedingungen. Die Anlage des Golfclubs Ulm ist je nach Witterung ganzjährig geöffnet. Weitere Infos im Clubsekretariat unter 07306 929 500 oder im Internet unter www.golfclubulm.de.